Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem Fun-Modus. Und zwar spielen wir den Blutmond, The Hunt of the Blood Moon Modus. Und es ist im Prinzip der neueste, aber für euch wahrscheinlich gar nicht mehr so ganz neu. Denn das ist der letzte Tag, an dem man das spielen kann, und das wollte ich halt auch nochmal aufnehmen. Und ihr seht schon anhand der Champions, die ich picken kann, man kann nur Assassine wählen und halt noch so ein paar Zusätze, wie jetzt zum Beispiel Lee Sin oder Cannon. Und dieser Spielmodus, ich habe den noch nicht gespielt, ich habe nur gehört, du pickst einen Assassin, es geht um Gemetzel und ja, ich glaube, man kriegt pro Kill einen Punkt, aber wir werden gleich reingehen und ich dachte mir, weil ich das selber noch nicht gespielt habe, dass ich das wenigstens nochmal mitnehmen möchte. Ich hoffe, ihr habt Bock und schade das nicht, wenn man sich einen neuen Account macht, dass man direkt diese Assassin-Champions hat, aber es wäre wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu krass. Wir gehen jetzt also in den Ladebildschirm und wir sehen auch hier schon mal, wenn der Black Screen gleich vorbei ist. So, ja, wir haben hier noch diesen Blutmond-Hintergrund und auch die Gegner haben Zed, Lee Sin, Shaco, mal gucken, was da noch kommt. Wir haben Shaco Talon und ein paar Leute laden noch. Ich muss mal ganz kurz auf den Desktop gehen und gucken, ob der Game-Sound gut ist, aber okay, es sollte alles soweit stimmen. Ich kann mir vorstellen, dass Katharina ziemlich eklig sein könnte, weil wir alle relativ squishy sind und sie dann, quasi durchjumpen wird. Genau dasselbe mit Kha'Zix. Ich verstehe noch nicht ganz, was Cannon in diesem Modus macht, weil er ist eigentlich mehr Bruiser oder beziehungsweise, also er zählt für mich nicht wirklich als Assassin. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Wir sind gleich im Game. Noch einen letzten Schluck. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr diesen Modus selber gespielt habt, was eurer Meinung nach oder welcher Assassine eurer Meinung nach der beste hier ist. Und wie ihr diesen Modus findet. Und ich sehe schon, oben rechts werden direkt Quests angezeigt. Ich kaufe erstmal, sag ich mal, Standard-Equip ein. Wir starten mit Level 3. Das ist also wie auf der Dominion-Map. Ja, QWE, jede Fähigkeit einmal. Auf der Minimap sehe ich hier Symbole. In jedem Bereich des Waldes sind 5 solcher Köpfe. Und okay, was sind unsere Quests? Hier steht, wenn ich den Demon Herald kille, 25 Punkte. Okay, Herald ist ja immer hier. Ah, verstehe. Wenn wir den kriegen, kriegen wir 25 Punkte. Wenn wir einen Champion kriegen, 5 Punkte. Und ein Spirit, das müssten dann die Geister sein, wie Kalista sie beschwören kann, kriegen wir 3 Punkte. Und das werden dann wahrscheinlich diese im Wald sein. Das war relativ schnell zu verstehen, muss ich sagen. Und wir haben hier oben eine Anzeige. Ah, 350 Punkte. Jetzt noch 0 von 350. Das heißt, wir metzeln. Ich geh einfach direkt rein. Da kennt er nix! Da geht er rein! Oh, es sieht gut aus! Es geht direkt zur Sache! Kriegen wir den ersten Kill! Shaco wird ignited! YOLO Shaco! Du Kassier! Der kennt er nix! Double Kill! Wo ist die Cutter? Okay. Was jetzt? Jetzt spawnen die. Wait, what? Triple Kill? Und jetzt geh. Ja! Oh, warum bin ich jetzt hier? Was steht hier? Ich war gerade total geboostet. Ich frage mich, was das bedeutet hat. Oh, da ist noch ein Geist. Man kann die Geister auch mit Fähigkeiten schwächen. Und ich bin schon Level 6. What? Oh oh. Das ging echt schnell. Das ging verdammt schnell. Shaco holt einen Kill. Enemy Double Kill. Zed räumt da unten auf. Das ist. Es ist auf jeden Fall super actionreich. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Modus, um auch. Jetzt bin ich schon wieder geboostet. Was heißt das? Ich bin schneller, größer und wahrscheinlich auch stärker oder so. Wieder 2 Geister bekommen. Okay, ich habe das Gefühl, immer wenn ich einen Geist kille, bekomme ich diesen Boost. Und wir. Achso, und man muss natürlich auch den Gegner daran hindern, selber Geister von uns zu klauen. Rampage? Ich krieg den Boost, okay? Mit dem will ich mal fighten! Das sah ganz vernünftig aus. 403, das Gemetzel ist real. Oh, das ist auch gar nicht. Okay, ich merke, es ist natürlich YOLO-Fun-Gemetzel.
Aber man kann hier durchaus auch Strategie anwenden. Zum Beispiel, wir schicken jeweils einen in den Jungle und einer konzentriert sich halt wirklich die... Oh, die Puppe macht Damage. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich werde wahrscheinlich direkt Assassine. Ist ein Assassine. Aber ist auch gar nicht so schlecht. Die Death-Timer sind kurz. Man hat direkt, wenn man aus der Base kommt, ihr seht es jetzt gerade, Homeguard-Boots. Man steigt rapide in Level. Die Goldanzeige ist auch komplett geboostet. Da ist der Lee Sin. War noch mal irgendwo der Lee? Oh, er ist von Shakos. Ja, von Shakos Klon markiert. What's that? Okay. Ich überlege mir gerade, welchen Assassin ich noch spielen möchte. Oh mein Gott, die Shaco Box. Man hat Homeguard. Den Baron Recall. Nice. Das ist nice. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Protobelt. Protobelt ist bestimmt auch richtig aus, ne? Gibt einem auch so ein bisschen Survivability. Was haben die Gegner? Die haben AP, AD. Ich habe überlegt, ob ein Abyssal cool ist. An sich ist es. An sich ist die Aura vom Abyssal immer nützlich hier. Es geht rund. Ehrlich gesagt, kommt mir Shaco auch cool vor. Okay, ich sammle die Spirits ein. Hier soll noch irgendwo einer sein, angeblich. Da. Die kriegen auch relativ schnell Damage. Jetzt bin ich nochmal geboostet hier. Muss natürlich aufpassen, dass die Gegner jetzt nicht den Herald machen. Ich komme nicht ran. Viel zu weit. Ah, okay, so. Die Boxen! Oh, da ist die Karte, sie hat geflasht. Mama! Wenn man nicht im Fight ist, bekommt man Lauftempo. Das habe ich schon mitgekriegt, deswegen war es hier unmöglich, ohne sie Autofight zu bringen, in den Kampf zu bringen. Zu entkommen. Schuhe. Protobelt ist ready. Und wir können auch hier nochmal nachlesen, was genau hier noch an Specials vorhanden sind. Die Summoner Spells und die Items haben 50% weniger Cooldown. Das ist geil. Ich kann also mit dem Protobelt wahrscheinlich ziemlich gut spammen. Und wenn man nicht im Kampf ist, bekommt man irgendwie verstärkte Regeneration. Ebenso wie. Hier kommt der Lee. Guys. Nein, da habe ich einige Autotags nicht gemacht. Die haben den Herald gesneakt. Und jetzt haben die ein kleines Comeback, das ist gar nicht gut. Das heißt, er wardet den Herald. Wie lange hat der Respawn-Time? Hat er jetzt auch 5 Minuten? Ich glaube nicht, der wird wahrscheinlich öfter kommen. Oder direkt einen Rabidons für den ultimativen Damage. Assassin Cannon regelt. Okay, die Gegner haben den Comeback. Shaco scheint mir sehr interessant zu sein, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat auch der... Da ist er, ich muss ihn abhalten. Dann hat der Shaco gerade fast Solo Baron gemacht, oder? Solo Herald natürlich. Lass die Geister in Ruhe, Dude! Holy shit, ey. Shaco, interessanter Pick-Soffer. Er ist wieder zurückgelaufen. Nein! Das geht alles so schnell. Ich glaube, man kann wirklich öfter den Flash benutzen, weil er hat ja wie gesagt 50%. Aber das war natürlich ein schöner NA-Flash. Ich habe gehofft, noch an Shaco ranzukommen. Und...
Ja, dann hat die Katharina mich gesnackt. Okay, während ich hier aber die ganze Zeit irgendwie versuche, Zeit zu schinden oder die Sachen zu verteidigen, hat Talon hier aufgeräumt und Shaco bei uns oben. Das ist gar nicht so schlecht. hier wird fleißig gewardet gerade. Ah, da spielt jemand mit. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Ich geh jagen. Ich kann gerade nicht ver. Hier ist der Herald gespawnt! Okay? Interesting. Das ist auf jeden Fall neu für mich. Kann ich den Herald machen? Oder klopft er mich tot? Ah, ich kann ihn nicht machen. Nee, ich kann ihn nicht machen. Aber auch Zed wird den wahrscheinlich solo nicht machen können, genau. Wir haben fast gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, ein Stundenglas ist vielleicht gar nicht so verkehrt gegen deren Team. Gerade auch auf Echo nicht. Ich gehe mal Richtung Herald. Ich gehe mal Richtung Herald. Wie lange geht eigentlich so ein Spiel? Wir sind jetzt 11 Minuten drin. Ich glaube, so Durchschnittszeit 15 Minuten. Keiner hält den Kha'Zix auf, hier unsere Geister zu zerstören. Der trifft. Da gehen wir nochmal rein. Okay, aber. Shaco hat geultet. Da steht doch ein Pinkboard drinnen. Oh. Wenn die jetzt den Herald kriegen, wie sieht's aus? Haben die, dann kriegen die 25 Punkte. Dann ist es schon fast wieder ausgeglichen. Zed kriegt Shaco nicht. Shaco hat so viele Boxen hier. Krieg ich mein Stundenglas? Leider noch nicht. Vielleicht so. Ja. Herald ist immer noch am Leben. Nicht mehr lange. Listen. Oh, der Cannon. Er will es. Ja! Well played. Und der Lee hat hinten aufgeräumt. Das müsste jetzt der Blutmond-Sieg sein. Ich glaube, hier oben wird es ruhig. Ich gehe mal hier schnell die Geister holen. Zaun is the future. Okay, ein Geist haben wir gesnackt. Das ist immer gefährlich. Wo ist die Cutter? Es spawnt direkt der nächste Herald. Die machen den. Der hilft mir nochmal mit hier. Der sieht auch ziemlich cool aus, dieser Herald, finde ich. Wo haben wir. Haben wir irgendwas Smite? Ja! Was passiert jetzt? Wir haben die Punkte erreicht. Die Gegner. Okay, den werden die Seelen entzogen. Und dann gibt es hier so eine Art Hexentanz. Okay, das war meine allererste Runde Blutmond. Ich muss sagen, spaßig. Richtig spaßig, denn es war actionreich. Es war komplett actionreich. Es war nicht, man kann natürlich Strategie anwenden, aber es war nicht ganz so tryhard. Es war einfach genau das, was man eigentlich so in kurzer Zeit mag, und zwar hartes Gemetzel. Ich frage mich generell, wie dieses Spiel in der Community angekommen ist. Also jetzt nicht nur in meiner Community, sondern auch overall, was die Statistik bei Riot besagt. Ich glaube, es könnte ein echt cooler Fun-Modi werden. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich werde es noch ein zweites Mal probieren. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.